Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist das Chaos. Hallo. Hallöchen. Na? Wie geht's dir so? Ja, noch immer ganz okay. Noch immer ganz okay? Kann ich da was gegen tun? Ja, immer. Ja? Habe ich schon mal was dafür getan, dass es dir nicht mehr so gut ging? Nö. Wie jetzt? Musst du da wirklich überlegen? Was? Na, also nicht ja, da gibt es schon einiges. Was? Was soll ich jetzt nehmen? Gerste? Ja, mir egal. Gerste oder Weizen, steht egal. Achso, wir wollten ja eigentlich Gerste oder Weizen, wollten wir das jetzt nicht verkaufen? War das nicht jetzt ganz teuer? Weiß ich nicht. Ich hänge gerade im Baum fest. Wenn ich nicht im Baum fest hängen würde, könnte ich dir das sagen. Ich fülle einfach mal Gerste auf. Ja, warte mal. Also, wir gleich mal. Also wir brauchen insgesamt, brauchen wir für 24 Monate jeweils, also wir brauchen 1000 Liter am Tag ungefähr. Wir müssen 24.000 Liter für die Hühner vorhalten. Sagen wir mal 30.000 zur Sicherheit. So, für okay. Für die Monate. Für die 24 Monate bis zur nächsten Ernte. So, und ich glaube, dass Gerste und Weizen jetzt die höchsten Preise hatten. Ja. Obwohl, nächsten Monat könnten wir auch noch abwarten. Nächsten Monat können wir noch abwarten. Also auch im Monat 2 im Winter müssen wir die ganze Gerste- und Weizengeschichte verkaufen. Ja. Hafer könnten wir auch verkaufen. Raps müssten wir jetzt verkaufen, wenn wir welchen hätten. Haben wir aber, glaube ich, nicht. Naja, gucken wir lieber nochmal nach. Aber es ist nicht viel, glaube ich. Ja, Hühner sind wieder voll. Ich glaube, wir haben sogar ein bisschen Raps auf Lager. Aber es ist nicht viel. Das ja, sind 10.000 Liter, ein Anhänger voll Raps hätten wir. Sollen wir den verkaufen? Ja. Weil den aber so hoch ist der nicht. Preis. Gar nicht. Mit 600 und, den hätte ich aber höher angesiedelt. Wo muss der hin? Warte mal. Jetzt habe ich rausgetappt, ich hält. Alt S. So, Alt S. War das nicht Steuerung S? Nein. Alt S war das doch, genau. Ja. Ja, nee, Raps hat schon den Höchstpreis. Raps kannst du momentan hinbringen. Höchster Preis Restaurant. Oder Restaurant. Ranch geht, hat den gleichen Preis. Aber Restaurant okay. Ist gerade steigend. Mit 687. Also da kannst du ruhig den Raps dann hinbringen. Ja. Ja gut, du nimmst jetzt trotzdem den Grüntrecker, ne? Warum kann ich hier nicht abladen? Ja, wahrscheinlich, weil die Abkippseite nicht passt. So. Oder du nicht auf dem Hänger warst. Ja. Wie viel vom Raps ist da? Ein Hänger voll, 9811 Liter. Okay, passt. Ja, ob ich halt den zweiten Hänger holen muss oder nicht. Nee, brauchst du das nicht. Ging's. Ja. Wir machen ja sowieso Raps jetzt dann auf beiden Feldern wieder als Ölfrucht, deswegen brauchen wir jetzt auch nichts mehr vorhalten, weil Schweine werden wir uns nicht holen bis dahin. Um den Schweinemastfutter zu machen. Ich weiß gar nicht, ob man das mixen muss, das Schweinefutter, oder ob wir das einzeln alles reinkippen können. Ich weiß ja nicht, wie das bei den Kühen ist, aber das Pferd ist aber ordentlich dreckig jetzt. Brauchst du den Kercher? Ich glaube schon. Wird das Pferd gleich mit massiert durch den Kercher. Da ist er. Der kleine Drecklumpen. So, ich kann aber auch den anderen Traktor nehmen. Nö, nee, fahr ruhig. Ich reite ein Pferd mit raus. Das hätte ich bloß gesagt, mach die Reinigung vom Schaf- und Hühnerstall noch. Oder hast du das schon gemacht? Ja, das kann ich eben machen. Ja, dann mach das vorher noch, bevor du verkaufst. Weil dann haben wir nämlich noch 10 mal 700 ungefähr. Naja, nicht ganz. Kriegen wir nochmal 7000 dazu für den Raps. Dann können wir schon wieder ein bisschen Geld zurückzahlen. Und das kann ich gleich mal machen, die ersten 5000. Oder, naja, gut, machen wir denn, wenn du das abgegeben hast. Können wir dann nochmal 10.000 Dollar an Kredit zurückzahlen.
Ja. Was hat man eigentlich gesagt, was unsere nächste große Investition wird? Feld. Feld, ja. Und da sparen wir jetzt auch wirklich drauf und machen nicht zwischendurch wieder irgendeinen anderen Kasper-Kram, ja? Ja, wie viel kostet das Feld? Welches wollte man? Feld 1 oder wollen wir ein anderes noch kaufen? Nein, können wir, auch, wir können uns ja auch woanders noch. Ich würde sagen, 1 passt am besten. Wegen den Wegen einfach. Ja. Ja. Brauchen die Schafe Nahrung? 313.000. Feld 1. Was brauchen die Schafe Nahrung? Ja, nee, noch Nahrung noch nicht, aber Wasser. Okay. Bei den Pferden können wir auch noch keinen Hafer nachschmeißen. Da wissen wir auch noch nicht, wie viel Hafer wir nachher am Ende brauchen. Aber kann ja nicht so doll sein. Ein bisschen Wasser habe ich wieder reinhauen können von dem, was sie rausgeschmissen haben. Ach ja, jetzt doch, ja? Ja. 5000 Liter sind jetzt drin, na gut. Oh, da kriegen wir bald wieder neue Schafe. Den Mod, wie viele Schafe wir insgesamt besitzen, haben wir immer noch nicht drauf, ne, dass man das sieht. Nein. Da musst du mal nochmal gucken. Das war auch was von Global Industry? Global Company. Global Company? Okay. Ja. Das müssen wir uns nochmal draufhauen, damit wir das gleich sehen, weil das ist ja wirklich furchterregend. Ein paar sind ja noch schwanger, also ein paar werden ja demnächst wieder quasi junge Schafe gebären. Mhm. Und dann kommt ja hoffentlich dann jetzt im Frühling dann die Schafswolle, ne? Dass wir dann die ganzen Schafe Wolle verkaufen können. Ja, wann bringt die eigentlich am meisten? Weiß ich nicht. Mal. Ah, Mist, am Hausdach hängen geblieben hier. Das ist ja für ein Blödsinn. So, wann bringt die am meisten? Wolle bringt am meisten im ersten Frühjahrsmonat oder im ersten Sommermonat. Okay. Ja, wir können hier die dann auch ein bisschen ansammeln. Ja. Schadet ja nicht. Nö. Milch ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Wenn 1000 Liter bringen über 700, das ist ganz schön viel, ganz schön hoher Milchpreis. Normalerweise kriegt man für 1000 Liter keine 400 Euro. Ja. Ah, die Silage, das wird natürlich interessant, wenn wir die nächste Mal verkaufen. Mist kannst du auch verkaufen, okay. Keine Ahnung wo. Ach, das sind die. Ah, da sieht man auch was Liebes. Warte mal, ich muss mal kurz mit dem Pferd drehen. Alt S. Mhm. Was ist denn? Was auch immer das sind hier. Merino sind Schafe. Dorset ist auch ein Schaf. Ja, also genau. Schafe bringen auch am meisten, wenn du. Interessant ist, dass da 3 oder 4 steht beim Preis, ne? Wenn nix. Komische Sache. Das ist irgendwas auch nicht richtig. Aber vielleicht ist das pro Kilo, ne? Das kann sein. 4 ja. Euro pro Kilo kann sein, ne? Ah, das könnte sogar hinkommen. So ein Schaf wiegt um die 50 Kilo, 200 und waren es immer. Ja, das passt ja, ne? Warum liegt denn hier Getreide jetzt im Gras? Ah. Weil das war, was die Hühner rausgeschmissen haben. Und das kannst du nicht zurückgeben? Nein, weil ich natürlich zuerst mit einem Anhänger angefüllt hatte. Es waren aber nur 2 Liter oder 3. Ah ja, gut. So, du bringst den Raps noch weg, oder? Ja, ich bin schon fast da. Beim Restaurant. Gucken wir mal. So eine Anzeige, wie weit das Schaf geritten ist, was man gerade reitet, das wäre echt genial. Das Schaf. Was? Pferd? Du hast Schaf gesagt.
Ja, von mir aus reiten wir auch die Schafe aus demnächst. So, wer bist du? Twister. Komm, Twister. Auf in den Sturm. So, 6.751 Dollar haben wir nochmal gekriegt. Mhm. Sehr schön. Damit haben wir 14.000 auf, auf der hohen Kante. Dann werde ich jetzt mal noch ein bisschen Geld zurückzahlen. So, wie viel können wir denn maximal jetzt investieren? 54.000 hätten wir momentan zur Verfügung. Das Feld kostet 313.000, falls du es nochmal wissen wolltest. Das ist gar nicht mal so billig, ne? Wenig. Wollen wir das denn als Wiese lassen? Nee, ne? Das Feld werden wir schon als Feld nutzen. Ja, am Anfang werden wir es einmal abmähen. Ja, das auf jeden Fall, ja. Am Anfang einmal abmähen und einmal dann schön Silage draus machen. Ja, theoretisch müssten wir es eigentlich Wiese lassen und dann wirklich immer Silage draus machen, weil wenn man denn wirklich... Mal, aber drücken wir dann nicht den Preis? Außer ja, wir verkaufen dann immer im Winter. Ja, wir kaufen ja immer was einmal im Winter. Silage. Silagepreis im Welthandel wieder im Keller. Ja. Die Ravenport Ranch hat wieder ihre ganze Silage abgegeben. Aber das Interessante daran ist ja, du hast ja ziemlich viel Wiese, kaufst du ja mit. Du kaufst ja die ganze Rundung bis zur Straße, kaufst du ja mit, ne? Ja, ja. Und das Feld geht ja gar nicht so weit. Also das Feld, wir könnten die beiden Felder auch zusammenlegen hier, die hier nebeneinander sind. Dann. Also Feld 1 und 2 quasi zusammenpflügen. Aber willst du da immer nur eine Frucht ansetzen? Ah, wir wollten eigentlich drei Felderwirtschaft machen, ne? Dass wir immer drei Früchte haben. Also die Möglichkeit haben, drei verschiedene Früchte aufzusetzen, aber momentan sind wir sowieso in dem Zyklus, dass immer ein Jahr Getreide, ein Jahr kein Getreide. Das können wir natürlich damit durchbrechen, ja, dass wir, wenn wir da mal ein Getreide drauf machen, müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Also Raps ist jetzt schon das richtig. Also sagen wir mal. Dreimal Silage im Jahr ist halt auch nicht schlecht bei so einem großen Feld. Naja, das könnte durchaus immer so um die 20 bis 30 Ballen bringen. Oder sagen wir, wenn es 20 Ballen bringt und das dann dreimal im Jahr, hast du 60 Ballen, die du da runterholst von der Fläche. Wir haben da ja mal Heu drauf gemacht. Guck mal, da hast du ja alleine, wie viele Heuballen wir noch gekriegt haben, obwohl wir dann auch schon was abgegeben hatten. Ja. Na, also da sind ja wirklich 20, 30 und Ballen sind da ja locker drin. Dann halt auch noch alles daneben. Und Gras kannst du ja auch noch düngen, ne? Also wir können da ja auch dann mit Dünger drüber gehen. Okay, den Ertrag ja noch erweitern. Dann schneller oder? Nee, Ertrag dichter. Ist höher. Okay. Kann in Gras eigentlich auch Unkraut hineinkommen? Nein. Okay. Ich habe übrigens gesehen, es gibt so eine Mod, so ein Schlepper oder so heißt das. Was? Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, aber damit, das ist so eine Matte, eine schwere, und damit kannst du Unkraut entfernen. Ja, ein aber Striegel. Natürlich darf am Feld nichts angesetzt sein. Ja, ja, wir könnten jetzt theoretisch auch hier mit einem Striegel drüber fahren und das hier die Unkraut-Ecken quasi rausholen. Das geht auch. Ach, wie ich diesen Anhänger hasse. Wieso, was hast du denn mit dem Anhänger jetzt zu tun? Warum hast du ihn überhaupt genommen? Weil ich den anderen umkonfigurieren hätte müssen. Oh. Naja, dann. Also es wäre wahrscheinlich schneller gewesen, als ich jetzt mit dem einbacke. Ja. Muss man die Zeit runterstellen nochmal, damit wir alle Pferde noch durchgeritten kriegen, weil es hell ist, ne? Wird nämlich schon wieder langsam dunkel hier. Was kostet so ein Striegel? Boah. Hat aber nicht Striegel geheißen, das hat anders geheißen. Weil es gibt den Striegel und dann eben die andere Technik. 18.000 kostet der kleinste Striegel. Na, den ich gemeint habe, der hat 1.500 gekostet. Ah ja. Das ist eben eine andere Technik. Ja. Oh, ich kann mit Twister jetzt mal zurück. Das ist Twister auch durchgeritten. Ein Pferd schaffe ich noch denn heute. Kannst du ja auch schon mal noch ein Pferd schnappen. Ja. Pack nur gerade den Traktor ein.
Pferde reiten. Der muss ausgeritten werden. Dieses Tiermenü ist auch ein Wahnsinn. Whisper, Vega und Rocky. So, ich hab Vega. Nimm das weiter. Ich hab Rocky. Ja. Halten wir hier mal ganz langsam über unseren Hof, gucken noch mal ein bisschen alles an. Die Pferde sind halt unser großes Kapital, was uns immer gut Geld bringt, ne, die ganze Zeit. Deswegen wird da auch sehr viel Zeit drin investiert. Aber 300.000 fürs Feld? Ja, na guck mal, wir sind ja jetzt schon bei also 54.000, also 50.000 Kredit kann ich mit aufnehmen. Wie viel kriegen wir für die Silage? Na 600 pro Ballen und wir haben 28 Ballen. Also irgendwas bei 16.000 so rund. Rund und roh. Okay. Das heißt, das können wir dreimal pro Jahr machen quasi? Naja, wir müssen ja irgendwann auch dran denken, dass wir Heu machen müssen für unsere Viecher. Wir haben zwar noch Heu, aber theoretisch können wir das dreimal pro Jahr machen. Ja, theoretisch können wir es, also jetzt einmal können wir es noch dreimal pro Jahr machen, also oder noch können wir es, glaube ich, zweimal machen und dann müssen wir selber Heu machen. Oder wir müssen noch mal gucken, wie viel Heu wir noch im Lager haben. Ja, es liegt ja bei uns im Lager. Wenn wir sehen, dass die Ballen dort auf 2-3 Ballen zurückgegangen sind, dann müssen wir uns natürlich den Gedanken machen. Und wieder Heu machen beim nächsten Mal. Und so lange können wir die Lage machen. Aber wir können ja auch im nächsten Monat sicherlich 60 Tonnen Getreide verkaufen noch. Zu je, weiß ich, 500, 600 oder so, oder 400 und. Ja, beziehungsweise morgen. Ja, im nächsten Monat halt, ne? Ja, achso, ja. Da geht ja dann auch noch ein bisschen was an Geld. Also wenn man 60.000 von dem, da hab ich jetzt wieder rausgetappt, ich hält. 60.000 von dem. Was bringt das Getreide gerade? Also Weizen würde 300 und pro Tonne bringen, Gerste auch 300 und. Das sind. Sind auch nochmal knapp 20.000. Also pro Tonne. Ja, ja. Ups. Massen. Ich habe gedacht, da war Millionen. Nee, also 60. 300. Also 60 18. mal 300, 18.000, so rund 20.000 rund und roh, die du da kriegst. Vollkommen okay, würde ich sagen. Jetzt leuchten übrigens die Laternen wieder. Komisch. Ja, vielleicht, ob wir doch mit 120 da rangespult haben an den, dass dann der Schalter nicht umgelegt wurde oder so. Keine Ahnung, was weiß ich. Vielleicht sind sie auch verkehrt rumgepolt, dass die leuchten, wenn... Nein. Ne? Straßenlaternen da hinten sind nämlich noch nicht an, oder? Oh ja. Doch auch. Achso, die im Hof. Na, ich meine die Straßenlampen jetzt hier hinten. Da renne ich gerade hin. Also, am besten kannst du schauen für die, die in dem Hof da sind. Ach so, da an dem Hof. Ah ja, okay. Weil die halt gleich daneben sind. Ja gut, also da machen wir auch locker nochmal 20.000, die wir dann haben. Dann sind wir schon bei 70.000, die wir haben. Plus die 16, vielleicht 15.000 von unserer Dings. Dann sind wir schon bei 90.000 knapp. Das heißt, beim nächsten Mal düngen quasi, düngen wir auch die Feldränder mit, wo wir mähen. Ich weiß nicht, ob die Feldränder gedüngt werden können. So. Oder ob nur Felder gedüngt werden können, das weiß ich nicht. Aber man müsste, also ich glaube, es gehen nur Felder. Ich könnte ja mit dem Gerät schauen, oder? Theoretisch ja. Aber ich glaube, du siehst da keine Düngestufe. Wachstumsstufe, ja, Wasser und Dings. Was ist die Düngestufe? Das Blatt?
Da siehst du keine Düngestufe und naja gut, du siehst nur gedüngt, siehst du halt eben nur, wenn du den Boden anguckst, ne? Hm. Aber es könnte das Blatt sein. Oder Blatt könnte auch Unkraut sein. Wachstumsstufe? Keine Ahnung. Ist es nicht. Also ich glaube nicht, dass man den Feldrand mitdüngen kann. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hm. Boah. 14.000. Aber das neben uns beim Bahnhofssilo dort, das kostet ja noch mehr. 448.000. Ich weiß nicht, welches andere Feld du dir noch leisten wollen würdest. Aber dann... Das 1er-Feld ist so eins der günstigsten, oder? Wir nehmen so ein ganz kleines, aber die sind halt irrsinnig weit weg. Hm. Ich meine, so 19 und 24, 25, 26, 23. Die. Ja, man kann ja auch da mal gucken, hier beim Vierhändler hier 15, 16. Die kosten ja, die so 120 bis 130.000. Ja. Sind halt irrsinnig weg. Du, wenn wir die bloß für die Grasbearbeitung haben wollen, oder bloß die Lage ja, drauf machen, geht das stimmt alles. Stimmt auch. Da müssten wir dann Gras ansetzen, oder wie? Naja, Gras können wir ja ansehen, das ist ja kein Thema. Dann fahren wir da ja, einmal mit der kompletten Technik. Schneller und dann kriegen wir schneller Geld. Ja, einmal kurz rübergefahren, dann die Technik dahin gebracht. Dann kriegen wir Gras und Heu dort. Nächste Mal haben wir von beiden Feldern dann den Raps in der nächsten Saison. Das bringt dann auch nochmal gute 40.000. Oh. Ja, ja. So, Vega auch. Ist Rocky, Rocky, Rocky. Da ist Rocky. Hab ich Vega in den Hals geguckt. So. Hast du Rocky geputzt? Ja, ich bin gerade dabei, aber es müsste weglaufen. Ja, ja. So. Gut. Das sollte geputzt sein. Gut, dann müssen wir nur noch zwei Pferde ausreiten in der nächsten Folge. Dann müssen wir dran denken. Und dann ist der Tag auch schon rum, ne? Dann werden wir ein bisschen rumspulen. Ein Pferd müssen wir nur noch ausreiten. Eins nur noch? Okay. Ja. Ja gut, dann machen wir das beim nächsten Mal. Tieren noch mal Wasser geben? Ja, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ja, machen wir beim nächsten Mal. Du gibst dann Wasser, ich reite das Vieh aus. Und genau. Dann ist alles gut. Gut, dann war's das für heute. Was machst du da? Ich schau gerade noch in den Wetterbericht. Ach so, das sieht aus, als wenn du jetzt gerade Gras pflücken willst oder so. Aber Schnee gibt's morgen keinen. Nein, das ist auch gut. Das war eine Folge LS19 hier auf Steelgame Studio. Mein Name ist Master Schröder, bei uns ist das Chaos und wir haben jetzt die Pferde fast alle wieder ausgeritten. Der Tag ist fast vorüber, da kriegen wir nochmal schön Geld mit. Der Plan besteht jetzt darin, wirklich so ein kleines Feld da oben zu kaufen, so die 15 oder die 16. Oder auch die 14. Müssen wir mal gucken, was da jetzt... Was sind da am günstigsten? Die 14, glaube ich. Vor allem, du hast auch noch sehr viel daneben dabei. Die 14, ja. Ja, der 14, ja, da hast du ziemlich viel daneben. Dann und das nächste kostet, teurere ist 15. Kostet 102.000. Also da sind wir denn eigentlich mit dem Verkauf von... Ein Zeug bald dort. Vom Getreide und dem Ding sind wir fast dort. Und dann haben wir da einen, machen wir da einfach eine Wiese draus. Erstmal. Und dann werden wir da immer fleißig unser Gras machen. Da ist der Weg auch zur Scheune nicht ganz so weit, um es abzuliefern. Ja, stimmt. Und dann machen wir da immer schön Silage da drauf und hier unsere Feldränder nehmen wir dann auch noch mit für die Silage und dann haben wir doch eigentlich ganz gutes. Dann können wir uns immer weiter steigern. Ja. Obwohl ich eigentlich nicht zum Silagebauern werden wollte, aber naja. Eigentlich wäre am besten Feld 23. Wieso Feld 23? Wo ist das denn? Weil das direkt neben der Scheune ist. Aber es ist halt teuer. Naja. Na gut, da kriegst du die ganze Fläche mit, ja? Aber ja. Da stehen ja Bäume mit drauf, das ist ja doof. Ist kein Problem. Ah. Na gut, tschüss. Tschüss.